Masse-Einwanderungsinitiative von der SVP sagt, wir sollen die Zuwanderung wieder selber steuern. Und macht mit dem den Eindruck, im Moment sind es nicht wir, die die Zuwanderung steuern, sondern sonst jemand. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es ist ein Missverständnis zu glauben, nur weil der Staat uns nicht mehr reinredet, was wir machen, haben wir keine Steuerung mehr. Früher war die Zuwanderung auch aus Europa von der zentralen Behörde, von der Fremdenpolizei, gesteuert worden. Mit der Personenfreizügigkeit ist der Entscheid darüber, ob wir migrieren und ob jemand zu uns migriert, zu uns kommt, zu den Bürgerinnen und den Bürgern, zu den Arbeitgebern, zu den Familien, die über das entscheiden können. Das heisst aber nicht, dass der Staat die Steuerung aufgegeben hat, sondern er hat einfach eine freiheitliche Methode davon gewählt. Das wird klar, wenn man sich das an einem anderen Beispiel überlegt. In China sagt der Staat, wie viele Kinder das man darf haben. Dass man das bei uns nicht macht, heisst nicht, dass bei uns die Frage, wer wie viele Kinder bekommt, fremdgesteuert wird von jemand anderem. Im Gegenteil, sondern es sind wir, die es steuern, weil wir, im Gegensatz zum Staat, sind die, die am besten platziert sind, um zu entscheiden, wie gross soll unsere Familie sein. Und wir als Bürgerinnen und Bürger sind es auch, die am besten können entscheiden, ob wir jemanden darstellen aus dem Ausland oder ob wir selber migrieren wollen. Personenfreizügigkeit hat dazu geführt, dass der Entscheid in unseren Händen liegt. Dass es wir sind, die Zuwanderung steuern, heisst nicht, dass wir keine Kontrolle mehr haben über die Zuwanderung. Im Gegenteil, sie liegt jetzt bei uns und nicht beim Staat. Und an dem sollten wir auch festhalten.